Wochen haben wir hier auf Radio DRC darüber berichtet, dass Quantencomputer erstmals die Leistungsfähigkeit herkömmlicher Rechner deutlich übertroffen hat. Trotzdem, auf unseren Schreibtischen werden sich Quantencomputer wohl nie finden. Das wird wohl für immer eine Domäne für Rechenzentren und für Cloud-Dienste bleiben. Viel zu hoch ist der Aufwand hierfür. Die Superhirne müssen nämlich mit flüssigem Helium auf minus 273 Grad heruntergekühlt werden. Das geht nur in Großanlagen, dort aber mit durchschlagendem Erfolg. Noch einen interessanten Ansatz gibt es zur Senkung des IT-Stromverbrauches. Und der führt zurück in die Vergangenheit, in die 60er Jahre. Und das ist ganz erstaunlich, denn die Rede ist von sogenannten analogen Computern. Was wie ein dummer Scherz aus der Mottenkiste von ewig gestrigen anmutet, ist durchaus ernst gemeint. Alte analoge Rechnerkonzepte verfügen über einen massiven Vorteil. Sie brauchen fast keinen Strom. Es gibt sogar Forschungseinrichtungen, die sich neuerdings wieder mit diesen Uraltkonzepten beschäftigen. So arbeitet ein gewisser Bernd Uhland aus der Nähe von Wiesbaden daran, Analogrechner auf einen Chip zu bringen. Überall da, wo man mathematische Gleichungen zur Lösung eines Problems einsetzen kann, können analoge Rechner ihre Stärke ausspielen. Für die Heizungssteuerung eignet sich das optimal, aber auch für die Simulation von Maschinenelementen, weil hierfür feste Verhältnisse gelten. Also, wie Sie sehen, manchmal führt die Lösung zurück in die Vergangenheit. Vielleicht überdenkt man den ganzen Digitalisierungswahn auch einmal in Bezug auf unsere Rundfunkverbreitung. Ob DAB Plus oder ähnliches besonders klimafreundlich ist oder doch nicht etwa eher der gute alte Kurzwellenrundfunk, diese Frage sollte jeder nun für sich selbst beantworten. Ich hoffe, dieser Einblick in die Technik war mal wieder spannend. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf. Nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz.